Okay, jetzt können wir uns um die Mukus. Warte mal, Mukusa. Mukusen. Mukusas oder Mukusen? Wie ist da der Plural? Ich sag einfach Mukusen. Ne, Mukusas. Mukusas? Mukusen. Ich nenne Sachen Mukusen. Das klingt cooler. Okay, dann wieder ein paar kleine Heilzauber. Und die nächsten Mukusen und. Rektor. Die anderen Hektoren angreifen. Oh. Ulora war schon wieder fast down. Okay, wir machen nochmal einen taktischen Rückzug. Ach. Was ist denn hier los? Okay, machen einen taktischen Rückzug halt in die Richtung. Es geht auch. Oh, Verkehrtaste. Ja, ich habe irgendwie die Angewohnheit, immer wenn ich anfange nachzudenken, auf die Leertaste, sprich auf die Pausetaste zu hämmern. Ganz einfach, weil ich dann mehr Zeit zum Nachdenken habe. Allerdings, während einer Flucht, während der Grundgedanke eigentlich klar ist. Ui, der hat gut gedroppt. Nicht verzaubert, abgenutztes steifes Leder. Wer hat das jetzt aufgesammelt? War ich das? Nö. Hast du das? Ui. 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 Oh, ja, ui. Stärke 13, 3, 4. Ja. Stärke 2, der kann die benutzen, dann so und raus und raus und Stärke 5, der kann Stärke 7, Verteidigung 5, ja. Der kann Verteidigung 7 noch nicht tragen. Achso, was ich noch sagen wollte, die letzten Videos waren ja aus, mir persönlich eher unerfindlichen Gründen leicht bis stark asynchron, vor allem gegen Ende. Ich habe jetzt mal ein kleines Experiment gestartet, in der vagen Hoffnung, dass das jetzt nicht mehr der Fall sein wird. Aber das kann man ja im Voraus nie wissen. Ich wusste ja auch nicht, dass das asynchron sein würde. 18, 18, das stimmt schon. Der 16, nee, das ist ja so. Und machen wir das mal folgendermaßen. Was braucht der Stärke? Nö, braucht er nicht. Er braucht einfach nur... Ach, das ist ja nervig. Das ist so nervig. Komm, dann hier. 1, 2, 3, 4. Der kommt rüber. Ach, das ist so nervig, dass wir noch keine Erlenmeierkolben haben. Komm. 1, 2, 3... Hä? Naja. Ach so. Nennt sich Dummheit. Rhetorische. Ach, ich bin jetzt mal faul und drück einfach Z. So. Die ganzen schönen Handschuhe schmeißen wir mal weg. Die brauchen wir sowieso nicht. Ein Bogen 10 bis 16. Was hat denn der hier? 10 bis 16. Schmeißen wir mal der Frau rüber. Oder auch weniger. Oder auch doch. Oder auch weniger, sag mal. Ach so. Ah, Laufwege. Wohin ist denn die unterwegs? Gibt's doch nicht. Gehen wir wieder zurück. Jetzt den Bogen. Hat er jetzt? Hat er nicht. Dann gibst du jetzt mal. Sie hätte 7 bis 12. 10 bis 16. Das ist eigentlich so ein Zacken besser. Komm, nimmst du den hier. Schmeiß den hier weg. Braucht zu viel Platz. Dann kannst du den hier wegschmeißen. Dann schmeißt du mal das weg. Den Stab sowieso. Ne, ist verzaubert. Das schmeißt du nicht weg. Paragenschild 3, Verteidigung 7, weg, automatisches Aufräumen, Stab, weg, Stab, weg, Stiefelverteidigung 3, Verteidigung 1, komm, kannst du nur gut gebrauchen, verzaubert, Verteidigung 5, Verteidigung 5 verzaubert, den komm, behalten wir mal, die Handschuhe kommen weg, wir räumen mal automatisch auf und... Schauen bei dir. Stäbe weg. Wenn sie nicht verzaubert sind, können wir sie nicht gebrauchen. Ausgewandt ist verzaubert.
Ajo, die verzauberten Sachen hebe ich gerne auf, da die in der Regel ein Zacken mehr wert sind. Und jetzt, Schrott. Ich würde eigentlich den einen Hector hier hinten drüben noch ausschalten. Aber jetzt machen die sich über unsere Backline her. Und dieser Saftsack hier drüben steht ohne Waffe. Ach, das bin ja ich. Ja, ich bin so ein Saftsack. Ich stehe da einfach rundum rum und mache gar nichts. Oh mein Gott, das war schon wieder haarscharf, du. Das war schon wieder haarscharf, dass unser Set schon wieder fast ausgenockt wäre. Komm, hier, der hier, der hier, der hier, der hier. Ich mache gerade nochmal einen Quick-Save. Weil es tut mir wirklich aufrichtig leid, denn wenn der drauf geht, da muss ich nochmal laden. Weil ich kann es mir offen gesagt nicht leisten, dass er drauf geht. Er ist bewusstlos. Okay. Beten, dass er wieder aufwacht. Und einen Heiltrank trinken. Dann auf diesen Saftsack hier draufhämmern. Schön die Gesundheitsbalken hier oben. Moment, ich könnte doch eigentlich. Wo war das denn? War das Ö? Nee. Das war bei Cosex war das. Warte mal. Ja, X war's. Jetzt haben wir hier unten direkt auch noch die Lebensanzeigen. Und Mana-Reserven anzeigen. Boah, ist der hässlich. Okay, ich will jetzt keine irgendwie, naja, Minderheiten diskriminieren. Aber der ist so hässlich, der hier. Was für ein Dickschädel. Stirbt doch einfach. Und Ulora geht auch schon wieder fast drauf. Boah, das macht keinen Spaß mehr hier. Jo. Jetzt heißt es warten, bis Zed wieder aufgewacht ist, ne? Jo, la 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 la. Ja, ich möchte jetzt nur ungern weitergehen, während unser Heiler auf dem Boden liegt. Weil erstens will ich ihn nicht zurücklassen und zweitens möchte ich ganz gerne nicht auf seinen Heilzauber verzichten. Weil wenn Anbetracht der Tatsache, I, war es doch I, oder? Achso, der kann ja gar nichts machen. Nochmal I hier. Obwohl, ich habe noch genügend Heiltränke, die jetzt auch noch. Die auch noch. Ja, Heiltränke hätten wir fürs Erste eigentlich genug, aber irgendwann gehen die halt auch aus, ne? Okay. Ich schaue gerade nochmal, der braucht Stärke, der hat ja bald Stärke 14, da kann er den Schild nehmen. Das hier hat 14 bis 17, der hat auch 14 bis 17. Hackbeil, Hackbeil ist so und so das gleiche. Jo, ja, das ist nur noch so, ja, zum Verkaufen. Und unser Set lebt wieder, das freut mich. Ja, ich habe jetzt nur gerade nochmal hier das alles überprüft. Weil, warten musste sowieso, da konnte ich auch nochmal unser Inventar grob überprüfen. Alle Tränke mitgenommen. Da muss ich mich gerade am Orientieren, da hinten sind Feinde. Eine weniger und noch eine weniger. Und das Geile an diesem, Entschuldigung, das Tolle an diesem, kurzen einmaligen Druck auf X ist, dass jetzt nicht nur hier, also hier, die Lebens- und Mananzeige unter unseren Charakteren auftauchen. Hier, hier, hier und hier. Sondern wenn ich jetzt mit dem Cursor auch auf einen Feind gehe, etwa so, dann sehen wir auch dessen Lebensanzeige. Was schicken die hin? Ach so. Möglichst hinter eine Säule, damit sie ja nicht schießen kann. Herdenschild. Verteidigung 5, Stärke 13, Verteidigung 7, nö. Nö, irgendwie nicht. Hat nur einen coolen Namen, deswegen behalten wir den mal. Aber Gold? Mana-Tränke und ein Hackbeil, ja komm. Wir können es ja wieder wegschmeißen.
Ja. Das waren die, vor denen wir geflohen sind, denke ich mir gerade. Mucosa, Entschuldigung. Ja. Wenn ich schon versuche, den Namen zu lernen, dann doch bitte richtig, oder? Und hier geht's weiter. Ich weiß aber nicht, ob das hier jetzt das Ende der Höhle ist. Ich glaube, ich gehe hier erstmal weiter und schaue mir den Rest an. Und fliehe nochmal kurz. Vor der schieren Übermacht und hau jetzt hier auf die schiere Übermacht drauf. Und unser Gyros-Mann hat gerade an Stärke gewonnen und kann jetzt unseren Verteidigung 7 Schild tragen. Auch wenn Fernkampfschaden jetzt nicht nur 5% gesenkt ist, denn auch Verteidigung 7 ist besser als Verteidigung 5. So, back to business und drauf ins Business. Du lässt gefälligst unseren Zauber in Ruhe. Unseren Zauber in Ruhe. Zauberer. Und Stufe 4 im Fernkampf. Moment mal, kann die jetzt... Nee, kann sie nicht. Geschicklichkeit braucht die. Das dauert nicht mehr lange, aber... Naja. So. Boah, mein Hals kratzt jetzt in letzter Zeit so dermaßen. Ich muss andauernd husten. Dann versuche ich so krampfhaft es zurückzuhalten. Weil es auch kacke, wenn ich andauernd auf Pause, oder nicht auf Pause, sondern auf Stumm drücken muss. Jo. So ist es. So und nicht anders. Mana-Trank, Mana-Trank. Lederstiefel nehmen wir nicht mit. Aber die Erfahrung, die wir durch das Bekämpfen dieser Feinde bekommen, nehmen wir glatt mit. Jo, was könnte ich jetzt noch sagen? Denn es ist ja quasi meine berufliche Pflicht, beim Spielen zu schwatzen. Allerdings fällt mir manchmal partout kein Thema ein. Außer vielleicht, scheiße, sind es viele Mobs. Oder was ich vielleicht noch erzählen könnte, ist, dass ich ursprünglich mir vorgenommen habe, keine Schimpfwörter in meinen Let's Plays zu benutzen. Das hat ja jetzt auch super geklappt. Also ich meine, ich benutze ja keine Schimpfwörter. Ich sage ja nicht so aus wie Scheiße oder Fuck auch nur ganz, ganz selten oder... Verdamme ich doch mal, auch nur ganz selten. Und eigentlich sollte ich jetzt, wenn ich meinen Prinzipien treu bleiben wollte, bei Outer City, im Nachhinein, ach du Schande, über B-Schimpfwort einen Piepton zu überlegen. Ach du Schande, was ist hier los? Nee, ganz ehrlich, nee. Komm, Leute, wenn alle das täten, was sie mich könnten, käme ich nicht mehr zum Sitzen, ganz ehrlich. Schon, ob ich die halbwegs einzeln pullen kann. Mit einzeln meine ich eigentlich weniger Feinde auf einen Schlag, aber so geht's auch. Ach komm, was soll's. Quick Save und auf sie mit Gebrüll. Und die ja, jetzt fällt mir kein nicht beschissenes Wort mit SDA ein, außer schade, aber beschadet. Ja. Okay, das trifft in gewisser Hinsicht auch auf dieses Skelett zu, dass sie leicht beschadet sind. In Form von Tod. Aber das wird jetzt nicht unbedingt das... Alter, was ist denn Fallhagel ist? Ach, nebenbei. Mir fällt ja nie ein, was ich sagen soll. Wie wär's mit sowas wie... Lass ich mich leicht ablenken? Beende ich alle meine Sätze? Ha, darüber sollte ich mal nachdenken, während ich mal einen Heiltrank trinke.